Hallo meine Pokéfreunde, Pokénenten, willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Blau. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber egal. Ja, wir sind hier stehen geblieben, wie ihr gerade sehen könnt. Und wir werden jetzt diesen Trainer besiegen und wir sind auch schon bald endlich fertig mit dieser Route. Wir werden das auf jeden Fall noch in dieser Folge schaffen, die Route. Außer es wird noch alles vollgefüllt und also überraschend noch alles vollgefüllt. Dann, ja, dann wird aber kacke, aber glaube ich nicht. Und ihr seht, wir haben keine Heilung mehr. Die meisten Pokémon haben keine AP mehr. Und ja, wir sind ziemlich im Arsch. Und deshalb hoffe ich, dass es nicht mehr viele Gegner sind. Aber kein Gegengift mehr oder sonst was. Und ja, ich glaube, Sander wird sogar sterben. Oh Gott. Ich hätte vielleicht sogar so ein Backup-Pokémon mitnehmen sollen. Sowas wie ein, was haben wir Kiki, glaube ich, genommen, oder? Hätten wir das mitnehmen können. Aber naja. Porenta! Oh, oha, wie sieht die Porenta im Spiel aus? Das kam jetzt unerwartet, so ein Porenta. Ja, aber Sander wird sterben wegen Gift. Und auch nicht! Oh, Gift sind noch nicht! Oh! Geil! Welches Pokémon sofort besiegen geht das Gift nicht? Nice! Oh, yes! Alter, tricksen, tricksen! Oh, Taubsi, ja, das wird easy hier. Bams. Das Piepsen nervt zwar, aber das ist nämlich ein Kauf. Ehrlich, das ist nämlich echt ein Kauf. Yeah. Und da haben wir es besiegt. Yeah. Oh, das ist tragisch. Hm, tja. Oh. Oder stirbt jetzt gleich von der Vergiftung? Sind wir klar? Wir sind da! Jetzt sind wir wirklich da. Oh mein Gott. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Oh, mit meinem. Okay, okay. Nein. Stopp. Keine Fanfictions, was? Ich glaube, oben gibt es noch mal ein Item oder so. Weil oben konnte man irgendwie hin, glaube ich. Ich weiß nicht. Hat irgendwas gesehen. Aber da werden wir jetzt nicht hingehen. Wir sind jetzt fertig. Letzter Gegner für uns. Da habe ich nämlich keinen Bock mehr. Und Kröte darf jetzt machen. Unser Tutor darf jetzt hier besiegen. Heißt eine Challenge. Weil, oh, paralysiert. Aber wir haben noch, wir haben keinen Paraheiler. Geil. Super, oh, toll. Aber komm, als ob wir jetzt hier verlieren. Als ob wir jetzt hier besiegt werden. Glaube ich nicht. Komm, besieg einfach. Mach doch. Krass ist schon, dass es alles immer noch die gleiche Aufnahmesession ist, aber. Ja gut, ich hatte einfach. Ich konnte aber. Ich couldn't resist, okay? Mirapla. Ups. Alles gut, läuft noch alles? Bam. Ich hoffe, es läuft noch alles. Ich habe auch immer eine Taste gedrückt. Ein Tangela! Das haben wir schon gesehen, oder? Das haben wir schon gesehen, ja. Das Lustige ist ja, wenn man Tangela sich mal so gelb vorstellt, dann sieht das halt wirklich aus wie so eine Art Spaghetti-Monster. Oh, Spaghetti-Monster! Was war denn? Okay. Oh nein, ich sehe gerade, Totok stirbt ja langsam. Oha, als ob wir jetzt hier verrecken. Glaube ich nicht, ich glaube nicht, ich glaube alles nicht. Was? Und Volltreffer, als ob das war ja noch kein Volltreffer. Ich glaube, so geht es echt, wir sterben mit Totok, unserem stärksten Pokémon und nicht. Oh, okay, zum Glück nicht. Oh, Level 38, recht cool. Yeah. Ich war zu ungestüm, keine Ahnung. Wir sind aber jetzt endlich da. Wir sind jetzt da. Wir sind da. Oh, ich wollte gerade sagen. Hier hat man noch die Route. Ich hab mir so, okay, nein. Wird mir nicht, es geht noch weiter. Und dann hier? Nee, zum Glück nicht. Wir sind in der Stadt. Unser Sander wird jetzt leider down gehen. Ja, würde ich gerade sagen. Sander wurde besiegt. Aber wir sind in der Stadt. Fuchsiania City. Und ich glaube, hier gibt es ein Secret Item. Nein, okay, dann nicht. Oh, was ist das denn hier? Ist das die Arena? Safari-Zone. Haus des Wärters. Oh. Okay. Oh, da habe ich gesehen. Pokémon Center. Stimmt, hier oben ist die Safari-Zone. Die werde ich euch zeigen. Ich mag sie nicht. Und ja, hier ist allgemein alles aufgebaut wie so ein Park.
Und ja, wir sind endlich. Hier ist die Arena und sind wir angekommen am Pocket Center. Yeah. Oh, ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, endlich wieder hier zu sein. Aber wir werden uns die Chat noch nicht angucken. Ne? Denn wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Kann mal gucken, gibt es hier einen Laden eigentlich? Ich könnte das sagen, kein wenig erkunden. Oh, als. Oh, stimmt, hier geht's runter. Hier geht's zum Strand runter. Mhm. Aber es ist jetzt egal eigentlich. Ich glaube, da werden wir auch gleich mal hingehen. Auf die Route, weil es brauchen wir eigentlich gar nicht. Kann sein, ein bisschen extra. Aber hier gibt's doch irgendwo einen Markt, oder? Komm, ich brauche jetzt Heilung. Ich habe genug Geld. Ich will mein Geld auch schmeißen, bitte. Bitte. Kann mir nicht sagen, ich habe keinen. Können wir nicht sagen, ihr habt keinen Laden hier? Was können wir hier tun? Oh, da oben vielleicht. Vielleicht da oben. Oh, oh. Vielleicht nehmen wir da Safari jetzt runter, bitte. Irgendwo. Irgendwo. Oder ist nicht hier sogar die Safari-Zone? Nee. Doch, hier. Glaube ich. Richtig? Das ist die Safari-Zone. Okay. Was sind das da unten dann? Warte. Öffne mir einen Weg. Bam. Was ist denn das denn? Oh ja, wo bin ich denn jetzt? Gibt es hier überhaupt ein Pokémon? Oh, hier! Einfach versteckt irgendwo nirgendwo. Gott. Yay, okay, cool. Bitte, bitte hast du gute Items. Oh, Reaperball, nice. Können wir mal hier so ein paar einpacken? Jo, warum nicht? Was haben die denn noch? Supertrank. Gibt es... Oh, Supertrank. Können wir mal hier so ein paar mitnehmen? Würde ich sagen, jo. Beleber, sehr, sehr wichtig. Sehr teuer, aber sehr wichtig. Hyperheiler sind auch wichtig. Nehmen wir mal mit. Yeah, yeah, yeah. Superschutz. Hm, nee, eigentlich nicht. Sonst haben die nichts. Echt? Dann nehmen wir noch mal ein paar Superteile mit. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich an dem Ort bin. Das heißt, ich darf jetzt allen Ernstes den ganzen Weg zurücklaufen. Yay! Hippie-Hiker, für mich! Oh Gott, hilf mir. So, Leute, ich bin jetzt hier den ganzen Weg... Ich kann dir mal zeigen. Ich bin von da unten bis... Den ganzen Weg hier hochgelaufen. Wir werden jetzt hier den linken Weg gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den schaffen werden. Wegen Surfer bin ich mir nicht, echt nicht sicher. Aber wir können hier hin. Und ja, ich glaube, hier oben gibt es sogar ein Relaxo. Vielleicht mich recht... Welchen Krieg ich erinnere, ist hier sogar oben ein Relaxo. Ne, es ist unten. Wir können es wecken. Ich würde sagen, wir besiegen es sogar. Ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Besiegen wir es mal. Schlammes Pokéflöte. Achso, wir müssen erstmal die Pokéflöte. Ich glaube, dann geht's auch weiter. Oben gibt es, glaube ich, nichts. Wir brauchen jetzt mal die Pokéflöte, um weiterzukommen. Also ja. Wir haben sie zum Glück hier. Wir können sie nochmal hören. Und Relaxo wacht auf. Oh, wir können es besiegen. Komm, wir machen jetzt Relaxo gegen Relaxo. Was glaubt ihr? Wer wird gewinnen? Welchen Level ist es denn? 30, wetten? 30. 30, ja, dachte ich mir. Ich bin Level 34. Was willst du? Hä? Was willst du? Ja. Boom. Oh, er macht Amnesie, damit er Spezialattacke. Spezial hoch macht. Aber ich mach Bam. Oh, Volltreffer. Nice. Und jetzt wird er sterben. Das ist keine Chance gegen meinen Relaxo. Das war's. Jetzt werden wir nie wieder in Relaxo im Spiel sind. Level 35 haben wir sogar dafür erreicht. Krass. Body Slam! Yes, endlich! Nice. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es geht und läuft in die Berge zurück. Berge, ich dachte in die Wälder. Na, okay. Radweg, gute Abfahrt. Yep, hier sind wir jetzt im Radweg. Und wir dürfen hier nur lang. Warte, was? Hm? Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Hey, ich dachte, er sagt jetzt, hey, du darfst in die Schule, du musst erstmal dein Fahrrad equippen. Weiß nicht, weil man darf da, soweit ich weiß, also ohne Fahrrad nicht. Weil man wird nach unten geschubst, das werden wir gleich sehen. Ja, ich werde hier automatisch mit dem Fahrrad. Es gibt jetzt so einen Glitch, wenn man hier kein Fahrrad hat und hier einfach durchgeht, dass man hier einfach ein Fahrrad geschenkt bekommt, so gesehen. Oh, das wollte ich gar nicht, egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Fahrradweg. Lass uns spielen, Freundchen. Oh, okay, so geht's also. Dann kämpfen wir nun mal. Oh Gott. Oh Gott.
Weg mit dem. Mengi! Yeah! Das Einzige, was wir hier noch machen. Oh, stimmt, warte. Ich habe jetzt das Haus immer noch nicht gefunden. Ich glaube, ich habe was verpasst. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich das nächste Mal spiele, werde ich auf jeden Fall mal nachgucken. Wo gibt es denn Fliegen und wo gibt es Surfer? Und dann werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall Bescheid sagen. Bei Blitz bin ich mir nicht sicher, weil es ist mir eigentlich schon relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Bam. Nice. Also selbst das kriegt Relaxe. Das ist ihm egal. Ob die Typen da so, ne? Kleine Ratte. Oha, chill mal. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Aber da rechts ist doch noch was. Was willst du? Ja, was willst du? Du redest mich doch an. Aber okay. Yeah. Ein Biker möchte mit mir kämpfen, mit einem Slimer. Ja, Slimer und so haben die einfach sehr, sehr oft. Wie gesagt, Vogel-Pokémon haben die, soweit ich weiß, auch sehr oft. Ja. Aber das sollte kein Problem für uns sein. Vor allem Relaxo vorne. Dann ist einfach hochleveln, das Relaxo. Ich würde sagen, wir machen 36 Relaxo und dann wechseln wir. Damit die anderen noch mal ein paar Erfahrungen bekommen. Die nächste Arena, da kann ich mich erinnern. Das ist so eine Art Labyrinth. Aber die Gegner, man muss auch gegen alle Gegner kämpfen, soweit ich weiß. Wage ja nicht zu lachen. Habe ich nicht vor. Sonst würde ich ja gegen alle lachen. Du besitzt ein schönes Fahrrad. Her damit! Oha. Nö, 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 mein Freund. Du kriegst es nicht. Oh Gott, wie die aussehen. Glatzkopf. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Nice. Richtig, richtig toll. Als ob er einen Mini-Pixel da hat. Genau, bams, jetzt. Reicht mir ja. Monkey Mickey, was? Also es gibt jetzt hier auf jeden Fall viele Biker, die nichts können, weil wir einfach stark genug sind. Also man kann beide Wege so gesehen gehen. Es wäre, glaube ich, sogar besser gewesen, diesen Weg als erstes zu gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. Vielleicht, ich weiß nicht, war es in dieser Gen so noch so? Schon so, dass man runtergeschubst wird mit dem Fahrrad, wenn man die Gegner nicht trifft. K.O. Dann muss man nochmal alles neu machen oder ganz langsam. Ich weiß es nicht. Hier gibt es anscheinend nichts. Nicht mein Item? Als ob nicht mein Item. Ist ja voll lame. Ist ja voll lame. Ja, das ist es. Ja, genau da unten wird man runtergeschubst, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Route 16, Prismann, jetzt zieht die nach Fuchshörn, jetzt zieht die. Wir haben jetzt hier noch drei Gegner vor uns. Die machen wir jetzt. Alle nach der Reihe. Ganz schön. Ja, sicher, ich mache dir Platz. Das sind alle unfreundlich, die ganzen Biker. Mensch, Mensch, Mensch. Und das schon 1999. Mann, Mann, Mann. So. Ich habe keine AP mehr mit dieser Attacke, aber ich habe Body Slam. Was willst du? Bam! Was willst du? Voila! Okay, tut mir leid. Tut mir leid, ich versuche es mal abzugewinnen, okay? Level 36, das ist gut. Dann können wir nämlich. Sander köpfen lassen. Und hoffentlich wird er sich dann auch sein Level up gönnen. Mit Schlitzer macht er doch eh fast immer Volltreffer. Siehst du hier, oder? So gut wie immer. Keine Ahnung. Und jetzt schon Level up, Alter. Krass. Sternschauer. Interessant. Lass mal sehen, was hast du denn so für Attacken? Sternschauer. Warum will der Sternschauer? Nein. Nicht erlernen. Lass doch mal tauschen. Wärst du noch nicht Level 6? Oh, Saatz, Saatz ist ja noch richtig underleveled. Müssen wir mal hier mit Saatz weitermachen. Ja. Aber so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr für die Folge. Das macht mich so ein bisschen traurig, so. Ich denke so, oh, also manchmal denke ich mir so, okay, die Folge, ja, ist ja noch gar nicht so lang. Und dann denke ich mir manchmal so, oh nee, die Folge ist ja schon so lang, ich will aber noch weitermachen. Vielleicht mache ich auch weiter, vielleicht. Aber ich werde auf jeden Fall nachgucken, wo man da was bekommt. Und wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe, das zu bekommen, dann werden wir uns in der nächsten Folge auch an der Stelle dann wiedersehen. Kann ich euch sagen. Level 35 mit Saatze, das ist doch schön.
Und noch ein Slimer am Ende. Einfach hier ganz schnell besiegen. Ratzfatz. Oder auch nicht, weil es lange dauert. Machen wir ein bisschen vorspulen. Tut mir leid. So, habe ich jetzt echt keinen Bock zu. Ehrlich. Treppe mich nicht in den Wahnsinn. So, wir sind kurz die Pokémon tauschen. Das wollte ich nicht. Ich werde das hier machen. Und dann das. Und dann so. Ja, yeah. Hey, du hast mich angerempelt. Ja, hab ich gar nicht. Hey, was lügen die mich an? Du hast mich angerempelt. Das sind echt, echt gemein, solche Leute. Aber mein Pokémon namens Smogmog. Oh nee, Level 33. Krass, okay. Ich glaube, jetzt werden wir so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Kampf. Ja, werden wir. Oder ich wechsle einfach mal zu Totok. Ja. Und dann hat er keine Chance. Hoffentlich. Aber hey, komm, Totok ist so stark. Ach, wieso Vergiftung? Ich habe kein Gegengift. Oh, ich habe kein Gegengift. Aber ich habe Hyperheil. Ich benutze Hyperheil, auch wenn das Verschwendung ist. Ist mir egal. Ist mir echt egal jetzt. In dem Moment. Wenn ich jetzt stirb, ich sterbe! Dankeschön. Tut mir leid, dass ich jetzt gemacht habe, aber. Das wird sonst ewig dauern. Rum zu berumpeln. Vielleicht. Oh, ich muss das echt abgewöhnen. Vorspulen. Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Okay. Ja, so wie alle anderen, ne? Und nur ein Pokémon, bitte kein Smogmog. Oh, nach Rolle, okay. Gnade. Rankenhieb und dann sollte es down sein. Nee, sollte es nicht. Halb. Fast, okay. Ja. Dachte jetzt so, da hast du mal so die Hälfte Schaden. Oh, der macht Volltreffer. Was willst du? Bam! Geh mal weg hier. Tschüss. Geh erstmal in den Augen. Brauch dich nicht. Ich möchte mal gern hier einen Aschok sehen. Nein. Doch, will ich gerne. Stimmt, warte. Heile. Yeah. Shop der Gift. Bitte, danke. Yeah. Ja, man wird hier runtergeschubst. Shit. Ich kann dich nicht mehr lesen. Okay. Route 60. Ja, das haben wir schon gelesen. Okay. Go. Ich drücke übrigens nichts. Ich kann nur nach oben drücken oder nach an den Seiten. Der fährt automatisch nach unten. Hier ist eine große Route. Gibt es auch bestimmt viele Pokémon. Und das ist ein Biker, den wir besiegen. Willst du nach Fuchs in der City? Klar, was denkst du, was ich sonst mache? So gesehen sind wir, glaube ich, an so einer großen. Aber wieder werden wir runtergeschubst. Sowieso. So ein Ort ist das. Ein falsches Pokémon hier. Oh Gott. Lag das hier? Lag das? Hallo? Ich hoffe, es lag jetzt nichts. Nur weil ich bin vorgespult habe. Mann, da bin ich nicht oder was? So, bitte. Bitte nicht laggen. Falls ein Lag war, dann tut es mir leid. Wollte ich nicht. Immer meiner ist schuld. Bestimmt. Aber ich denke mal, wir machen dann in der nächsten Folge diese große, weite Welt von Bikern. Die Biker machen wir dann platt. Dann sehen wir die aber, glaube ich, auch, soweit ich weiß, nie wieder. Ne, wir sehen die auch echt nie wieder. Die einzigen Gegner, die wir noch nicht gesehen haben. Okay, doch, die haben wir schon mal gesehen. Aber die wir noch nicht außerhalb einer Arena gesehen haben, sind die Schwimmer. Gegen die werden wir noch oft kämpfen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, dann schon viele besiegt. Ja, haben wir. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, besiegt ihn halt endlich. Was ist denn los hier? Was ist denn das Problem? Ich weiß gar nicht, wo ist das Problem? Mach einfach bauen, mach ihn platt. Ach, ein Smogmog. Ach, komm. Mach den doch einfach weg hier. Kusch, fick ihn weg. Fick ihn in den Müll oder so. Der kann nix. Das ist ein Lappen. Da kann nix. Mach ihn doch einfach platt. Ach, als ob das eine Volltreffer war. Ey, wenn ich jetzt besiegt werde, ne? Nee.
Nee. Oh. No risk, no fun. Oh, ich wollte schon sagen, als ob der jetzt noch einen Balken hat. Genau. Ich habe mein Bestes gegeben. Wenn du meinst. Und so, jetzt gib mir mal ein paar Heiler und dann würde ich sagen, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Ja, wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Könnt gerne, weil ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal supporten durch ein Abo und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. An den Seiten könnt ihr gerne ranklicken, da gibt's coolen Stuff und so. Ansonsten haut rein, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Pokémon Blau wieder.